In diesem Video erklären wir, wie man den Kerzenchart auf der Wolfix-Plattform auf der Basis vom Clusterchart einstellen kann. Im Clusterchart-Fenster öffnen wir die Einstellungen Setup, Settings, Clusterbox. Setzen wir die standardmäßigen Einstellungen zurück und stellen wir den Kerzenchart erneut. Gehen wir zu den Einstellungen Setup, Settings, Clusterbox. Sideline Width stellen wir 10 ein. Das ist die maximale Breite der Seitenlinie, die Barrichtung widerspiegelt. Dann ändern wir die Schattenfarbe der Kerzen. Left Cluster Profile wählen wir grau aus. Ändern wir jetzt den standardmäßigen Chart-Hintergrund. Setup Settings Miscellaneous. Das sind die weiteren Einstellungen. Background 1 und Background 2 sind für die Chartfensterfarbe verantwortlich. Die Farbe der Kerzen kann man im Setup-Menü einstellen. Settings Batik. Bar Setup, Bar Setdown und Bar Setflat. Bar Setflat, das ist die Farbe der Pinbar. Wählen wir die neutrale graue Farbe aus. Auf solche Weise bekommen wir einen einfachen Kerzenchart. Wenn wir ihn vergrößern, bekommen wir die Kerzenprofils. Das heißt, wir bekommen den Clusterchart-Fenster. Wenn wir ihn verkleinern, haben wir wieder einen einfachen Kerzenchart. In der Systemsteuerung können wir zwischen den Clustertypen umschalten. Delta, Delta-Prozent etc. Man kann auch Double Cluster Chart auswählen und zum Beispiel das Volumen und das Delta oder Sell By, dasselbe wie Bid Ask, bestimmen. Man kann auch verschiedene Limits einstellen, zum Beispiel Sell By Imbalance. Das Video über Sell By Imbalance Einstellungen haben wir auf unserem Kanal. Den Link finden Sie in der Beschreibung unter diesem Video. Auf alle Ihren Fragen antworten wir gerne in unserer technischen Unterstützung. Den Kontakt finden Sie in der Beschreibung.